Für die heutige Erzählung springen wir über 20 Jahre zurück in die Vergangenheit. Anfang der 2000er Jahre gastiert Fortuna Düsseldorf bei Eintracht Braunschweig. Bereits am frühen Morgen macht sich eine gute Besatzung von rund 25 Personen um die erlebnisorientierte Gruppierung Bushwalkers auf den Weg nach Niedersachsen, um dort mal auf ein Kaffeekränzchen anzufragen. Während die Fahrt recht ereignislos verläuft, entscheiden sich die Fortuna-Hools dazu, etwas außerhalb von Braunschweig abzuparken und dort auszusteigen. Nach nicht einmal 10 Minuten hält plötzlich ein Auto am Straßenrand, worauf die ersten Düsseldorfer losrennen. Im Fahrzeug sitzt ein führendes Mitglied der damaligen Hool Connection des BTSV und sagt den Gästen Folgendes: Ihr müsst in folgende Straßenbahn und an Haltestelle XY aussteigen, da warten wir dann auf euch. Nachdem man sich auf Düsseldorfer Seite kurz berät, ob man dem Angebot folgen soll, entschließt man sich dazu, in besagte Straßenbahn zu steigen, jedoch aber bereits eine Station vor besagter Haltestelle auszusteigen. Nachdem man besagte Bahn nimmt und zentral in Braunschweig aussteigt, steht der Haufen der Löwen schon parat. Auf einer riesigen Hauptstraße stehen sich nun beide Mobs gegenüber, wobei Braunschweig in etwa mit der doppelten Anzahl vor Ort ist. Nachdem man noch einige Autos vorbeifahren lässt, geht es aber direkt los und der hart geführte Aufprall auf dem Asphalt erstreckt sich über die gesamte Straße. Trotz mehrerer Knockouts auf beiden Seiten verläuft die Boxerei mehr als fair und dauert gute 3 Minuten, bis die erste Streife vor Ort eintrifft. Mit deutlichen Vorteilen für Blau-Gelb flüchten beide Lager nun in einem totalen Chaos vor weiteren Behelmten, die nach und nach am Ort des Geschehens eintreffen. Dabei nehmen einige Braunschweiger sogar vereinzelt Düsseldorfer mit, die aus Versehen auf die falsche Seite gelaufen sind. Nach Gesprächen im Nachgang der Knallerei attestiert Braunschweig den Gästen eine große Portion an Respekt für das Stellen in der Stadt. Nach Aussagen der BTSV-Hools traute sich bereits jahrelang zuvor niemand mehr direkt nach Braunschweig, sicherlich auch aufgrund der Freundschaft zu der berühmt-berüchtigten Truppe aus Magdeburg. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.